Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Letzte Woche kam ja wieder keins. Das liegt halt einfach an der Klausurenphase gerade, die ich habe. Und genau, das ist jetzt wieder ein Wodaid. Und tatsächlich ist das Wodaid entstanden vor meinen drei Klausuren, die ich so innerhalb von einer Woche hintereinander hatte. Aber ich habe noch kein Intro und sonst was aufgenommen. Also ich habe mich gar nicht so persönlich gezeigt. Deswegen mache ich das jetzt. Und jetzt sind die Klausuren schon vorbei. Ich hatte nämlich in der Woche dann Montag, Dienstag und Mittwoch eine Klausur. Und das war richtig heavy irgendwie. Also, weil man muss sich ja wirklich auf alles gleich vorbereiten, vor allem die am Dienstag war halt nachmittags. Dadurch hatte ich dann für Mittwoch nicht mehr wirklich Zeit. Ja, lief, glaube ich, ganz gut eigentlich. Also die eine war, da dachte ich echt so, ciao, das war nicht bei diesen 37 Grad. Und in der Turnhalle, wo wir saßen, das war so heiß. Also es war wirklich, ich dachte, ich sterbe gleich. Also es war wirklich so, dass, ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist halt so mit Glas vorne, das ist jetzt nicht so eine moderne Turnhalle. Und natürlich nicht klimatisiert. Und dann sitzen da auch noch super, super viele Leute und es heizt sich halt total auf. Genau, aber das war jetzt doch besser, also das Ergebnis kam richtig schnell, es war deutlich besser, als ich gedacht habe. Deswegen bin ich da sehr happy und genau, die anderen waren, glaube ich, ganz okay, aber es kam noch ein bisschen down mit den Noten. Jetzt, aber die drei habe ich jetzt auf jeden Fall schon geschafft und jetzt habe ich noch zwei vor mir, ich habe insgesamt sechs dieses Semester und genau, das eine ist jetzt noch Pflanzenökologie und das andere Tierökologie. Und dann bin ich auch durch mit meiner Klausurenphase. Jetzt habe ich schon voll viel Zeug geschwafelt, ich wollte eigentlich gar nicht so ein langes Intro machen. Genau, nur dass ihr wisst, was abgeht, dass ich quasi jetzt das Intro danach mache. Und das wurde ich da auch schon ein bisschen länger her tatsächlich. Also genau, und ich glaube irgendwie meine Kamera ist schief. Ich hoffe, das fällt nicht so auf. Yes, und übrigens wollte ich mich nochmal bedanken für euer ganzes Feedback zum Podcast von Maria und mir. Hat mich mega gefreut. Also falls ihr das noch nicht irgendwie mitbekommen habt, der heißt Snacks and Facts und den gibt es auf Spotify aktuell. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie man den dann so auf Apple Music kriegt oder so. Müssen wir uns nochmal genau informieren. Aber genau, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Schreibt uns immer super gerne so Anregungen und so. Und ja, genau, dann kommt hoffentlich auch jede Woche dann jetzt in Zukunft eine neue Folge online. Und ich will jetzt aber auch gar nicht länger quatschen, sondern wir starten jetzt ab direkt mit dem Morgendrink. Guten Morgen. Ich wollte euch jetzt nochmal genauer meinen Morgendrink zeigen, weil ich glaube, unter dem letzten Video oder unter dem vorletzten Video hatte jemand nachgefragt, und ist ja logisch, wenn man mir nicht folgt oder man andere Videos oder so auf Instagram noch nicht gesehen hat, dass man den noch nicht kennt. Also für den Morgendrink mixe ich immer Kurkuma-Gerstengras. Das habe ich seit Jahren, diese Base. Das kam jetzt so ein bisschen dazu. Das mache ich auch manchmal dazu, wenn ich Bock habe, weil das ist eigentlich ganz cool, weil da noch Zitrone. Hier sieht man es gar nicht, wow. Zitronensaftpulver und Apfelessigpulver und Acerola-Pulver dabei ist. Und es ist eben Gerstengras-Saftpulver und kein Gerstengras-Pulver. Also Gerstengras-Saftpulver hat eben mehr so Vitamine und so. Und Gerstengras-Pulver einfach so. Das ist eher die Ballaststoffe von dem Gerstengras-Pulver. Also ist ein bisschen unterschiedlich. Und das mische ich dann so. Dann gebe ich Omega-3 dazu. Einen halben Teelöffel braucht man hier zum Glück nur. Das ist ganz cool. Also, dass die Dosierung relativ niedrig ist. Ist auch sehr ergiebig deswegen. Dann B12. Und hier habe ich so ein Kombi-Ding, D3 und K2 gibt es aber auch einzeln. Genau, und das mache ich, mixe ich dann immer zusammen und trinke das dann jeden Morgen vor dem Frühstück. Das ist wirklich seit Jahren meine Routine und ich liebe es irgendwie. Genau, also das gibt es jetzt. Und achso, ja genau, und ihr kriegt ja auch immer 10% auf die Sachen, falls ihr, also mit Maya 10, falls ihr da irgendwie auch mal was bestellen möchtet. Und yes. Übrigens, man muss sich an den Geschmack gewöhnen, also das am Anfang schmeckt das ja jetzt noch nicht so gut. Machen wir jetzt ein Porridge mit dem Lini Spice Hazelnut Dark Chocolate Spread, also dieses Art Nutella. Wurde überarbeitet vor einiger Zeit. Mit jetzt mehr Haselnussanteil. Und genau, ich habe mir jetzt schon die Base gemacht. Und ich habe es heute ein bisschen flüssiger gemacht. Ich hatte irgendwie keinen Bock, gerade auf so was sticky ist. Obwohl ich es eigentlich immer sticky mache. Also an den Rändern ist es schon so fester, aber. Wobei ich glaube, ich mache das immer kurz in dem Griff, weil das ist mir noch zu cremig, oder? Ja, ich schau mal gerade. Ich finde ja, bei so Schokocreme heißt viel hilft viel. Da gilt das. Ja, richtig geil. Habe ich jetzt schon ein bisschen verteilt. Wow, hier sieht man es nochmal im tollen Licht und da kommt auch die Schokocreme viel besser zur Geltung. Und ja, genau, dabei ein Espresso. Ich habe den mal wieder in diese richtig schöne Tasse gemacht. Die ist von Reda, glaube ich. Habe ich mal geschenkt bekommen. Man sieht es jetzt gar nicht so gut, weil ich kann es nicht so kippen. Aber es ist mit so einem goldenen Herz und unten ist die so rauer und oben hat die so einen glatten Rand. Ich liebe das. So dieses, ich mag dieses raue irgendwie. Genau, das ist jetzt mein Frühstück.
Ich habe Mittagessen gemacht und zwar einfach zwei Brote, also zwei Roggenbrote. Das sind so Chia-Roggenbrote und dann habe ich einfach Avocado drauf gematscht und Limette drauf gegeben. Dann Kürbiskern, Tomate und ein bisschen Dill und noch so ein Salzgewürz. Und genau, ich glaube, ich schneide mir gleich ein bisschen Tofu noch dazu auf für so ein paar Proteins und ich habe den noch offen. Ist leider kein Räuchertofu, weil den könnte man auch geil da so. Also, das würde mehr dazu passen. Das ist so ein normaler, aber ja, passt auch. Und hier wie immer auf meinem schönen weißen Teppich, wo alles schön aussieht. Genau, oh, irgendwie, ich fände es voll nice, wenn ich die so antoasten könnte. Ich glaube, man kann das ja auch in der Pfanne machen. Ich habe hier keinen Toaster, also brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich finde, da schmeckt dieses Brot dann schon immer noch mal geiler, weil das dann so ein bisschen weicher wird automatisch. Also gar nicht unbedingt knuspriger, sondern einfach so weicher. Ja, aber habe ich nicht. Und ich war jetzt auch zu faul, irgendwie was anderes noch zu machen. Aber es ging halt jetzt echt schnell, das ist ganz cool. Und jetzt hole ich mir noch Tofu dazu. Ich schneide mir jetzt immer hier so Scheiben ab und lege die dann so drauf und isst die dann so zusammen quasi, auch wenn es jetzt nicht so viel Geschmack hat, aber finde ich eigentlich ganz. Also, ich kenne Tofu auch so Snack tatsächlich, ich mag es richtig gerne. Ich habe gerade schon einen Snack vorhin vorbereitet. Und zwar hatte ich voll Bock auf so Overnight Oats und die hatte ich vorhin schon eine weichen lassen. Ich habe jetzt einfach so, ich war das so 40, 50 Gramm Haferflocken, dann so ein Esslöffel Proteinpulver, Kakaopulver, ein bisschen Dattelmus und ein bisschen Chicory-Sirup habe ich auch reingemacht. Ein Chiasamen und ein bisschen Zimt, Vanille und so. Das werde ich jetzt noch toppen und ich finde die Konsistenz richtig nice geworden, so schön sticky. Genau, aber nicht zu schleimig so. Aber boah, das Licht ist so schlecht, man sieht es gerade gar nicht. Ich kann mal zur Tür gehen, wie die Konsistenz eigentlich aussieht. Vielleicht ist auch meine Kamera einfach verschmiert, aber ja, wir haben eben auch Podcast übrigens aufgenommen. Das wird sehr cool, die nächste Folge, Overrated, Underrated. Ich habe es jetzt mit ganz viel Beeren getoppt, Kakaonibs, einige und genau, das werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Und danach muss ich leider, leider ordentlich nochmal aufholen mit Lernen, weil ich irgendwie heute gefühlt noch nichts gemacht habe. Meine Wheelgame-Bestellung kam an und ich glaube, ich mache euch einfach ein kleines Unboxing, weil das interessiert ja immer viele und mache es einfach ganz schnell gleich, wenn ich es ausgepackt habe. Dann zeige ich euch die Sachen, die ich so bestellt habe. Habe ich jetzt mal die bisschen herzhaftere Dinge angeordnet, also ein paar Basics, ganz einfach wie so Reis oder Linsen und so. Dann hier so eine Mischung schon, das ist so ein Risotto. Ich habe auch schon Quinoa da in der Mischung bestellt gehabt. Die sind schon, sag ich mal, so gewürzt, beziehungsweise mit so getrocknetem Gemüse und so, aber halt kein Salz dabei. Das finde ich ganz cool, da kann man so selbst nachwürzen. Ein Pinserboden, dann dieser Kichererbsen-Couscous, den liebe ich, weil der ist voll lecker, also der wird auch richtig schön fluffig, aber hat eben sehr viel Protein und Ballaststoffe. Dann Tahin, liebe ich extrem. Ein Pesto Rosso, das hat auch mega gute Zutaten, also im Vergleich zu vielen anderen, die im Supermarkt zu kaufen sind. Das ist echt crazy. Dann Sardinen habe ich mir geholt, dann das Brot, was ich letztes Mal auch schon hatte. Ja, Kichererbsen und die Basics, ja. Ein paar weitere Produkte, so gefriergetrocknete Früchte, so Flaxseed, also Leinsamenchips, die sind ungebacken und haben so krasse Zutaten, bin ich mal sehr gespannt. Pistazien, Zimt, ein paar Riegel-Snacks und hier dieses präbiotische Himbeertopping. Das ist nämlich mit Tapioca-Sirup und dadurch super, super ballaststoffreich. Ist jetzt nicht so ganz zusammen, also einmal ein hochwertiges Olivenöl und Apfelessig und dann noch so aus dieser Kosmetikkategorie einmal so ein Lipbalm und einmal eine Body Milk. Ich hatte nämlich die Body Butter oder so schon von Beginn und die fand ich mega. Deswegen habe ich mal gedacht, das probiere ich auch nochmal aus. Und genau, falls ihr aber da vorbeischauen möchtet, ihr könnt ja mit Maya 10 auch immer 10% sparen. Das wisst ihr ja. Steht auch nochmal in der Infobox. Leute, schreibt mal, was bei mir noch ankam. Das kam jetzt ein paar Tage später, aber ich wollte es noch ins Video mitnehmen. Und zwar gibt es bei Wiggins jetzt einfach Pistazienmus aus 100% Bio-Pistazien. Und ich habe es gerade aufgemacht. Das ist nicht nur richtig geil lecker, sondern die Konsistenz hat auch mega gut. Also richtig schön flüssig und da hat sich auch gar nichts jetzt am Boden abgesetzt. Also ich musste das eigentlich gar nicht umrühren. Genau, ich weiß nicht, ob es es schon. Also eigentlich sollte es schon im Shop geben, weil im Tschechien-Shop gibt es auch schon. Aber falls es jetzt noch nicht online ist, wenn das Video da ist, dann sollte es wahrscheinlich in den Tagen danach online kommen. Ich wollte euch nur kurz zeigen, weil wow, ich bin begeistert. Diese Farbe ist so schön und ich glaube, ich werde damit auch ein paar Rezepte dann machen. Genau, das nur dazu. Hallo, also ich mache mir jetzt Abendessen und habe mir jetzt schon Hirse gekocht. Die dampft jetzt noch so ein bisschen aus, dann wird die fluffiger. Und ich habe mir gedacht, ich mache so eine Bowl, da mache ich dann Olivenöl drauf. Die Sardinen wollte ich mal wieder benutzen. Weil ich hatte in den letzten Tagen irgendwie viel Tofu und so, jetzt habe ich gerade irgendwie Bock auf was anderes. Dann mache ich mir noch Gemüse zu Avocado und dann werde ich es euch gleich nochmal zeigen. Ich gebe dann einfach immer, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas anzurühren, einfach Essig und Olivenöl so separat drüber. Und manchmal noch dann über das Gemüse und so und dann ja, passt es auch. Die fertige Bowl, also da ist die Sardinen. Ich habe auch noch ein bisschen in der Dose, werde ich danach einfach auch noch aufkochen. Avocado, die Bohnen, Gemüse, verschiedenes. Dann habe ich Senf dazu gegeben. Ich finde, das passt nämlich gut in der Kombi. Ein bisschen Kraut.
Jetzt werde ich gleich nochmal Olivenöl drauf geben und ein bisschen Schnittlauch gab es auch. Und yes, das war's auch schon. Hier sieht man es jetzt nochmal in einem deutlich besseren Licht. Boah, irgendwie hinten in der Küche ist mein Licht immer so schlecht. Das nervt mich selber, weil da kann ich mir ganz schlecht nur Sachen abfilmen. Hier sind auch die Farben viel schöner. Wow. Ein bisschen den restlichen Fisch und was jetzt wirklich im Außen so einer Ding, sorry, falls euch der Anblick nicht gefällt, egal. Ja, noch ein paar Nachschlag-Sachen hole ich mir und ja, später gibt es wirklich noch ein kleines Dessert. Ich snacke im Moment so viele Kürbiskerne, weil irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe eine Phase gehabt, wo ich eigentlich vor ein paar Wochen noch, da habe ich gar keine gegessen, aber gerade, ja, liebe ich die einfach, deswegen snacke ich die immer so random. Eine Dattel im Gefrierfach und die esse ich jetzt noch als Dessert. Ich habe mir so ein bisschen von dem Haselnuss-Schoko-Auftrich von Hazel, von Betty Loft reingemacht. Und ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen antrauen, dass es nicht ganz so hart ist, aber ich finde das so perfekt im Sommer. Das ist der hier, den ich meinte. Ich habe jetzt noch ein bisschen dunkle Schokolade dazu genommen, weil das passt. Die Kombi kennen wir alle, die passt einfach mega gut. Und genau, das gibt es wie gesagt noch als Dessert. Und dann war es das, denke ich, für heute. Und ja, ich glaube, jetzt kommt gleich nochmal ein kleines Outro. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir immer Feedback und gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich glaube dann sogar nach meiner Klausurenphase. Ja.